Hallo und herzlich willkommen hier bei Pearl TV in unserer wunderschönen Pearl TV Studioküche. Die Frühstückszeit ist ja schon fast vorbei, aber wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Frühstück und werden mal ein ganz besonderes Frühstück für Sie zaubern. Und wenn Sie sich die tollen Produkte nach Hause bestellen, können Sie die natürlich dann auch gleich alle benutzen und sich auch mal so ein extravagantes Frühstück zaubern. Ha? Wir haben wirklich tolle Sachen dabei. Und ich glaube, der Begriff extravagant, Kathi, der passt hier in diesem Zusammenhang wirklich wie die Faust aufs Auge, oder? Und damit auch von meiner Seite recht herzlich willkommen in unserer Pearl TV Küche, liebe Zuschauer. Das, was wir Ihnen jetzt eingangs zeigen möchten, habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Ich möchte wetten, Sie haben das auch noch nirgendwo gesehen. Und es ist wirklich mal eine etwas außergewöhnliche, extravagante Art, sein Frühstücksei entweder für ein Frühstück oder vielleicht auch mal für einen leckeren Snack zwischendurch zuzubereiten. Ja, genau. Es ist wirklich mal was ganz anderes. Das haben Sie so bestimmt noch nicht gesehen. Und es macht auch Spaß. Also ich habe dieses Produkt auch wirklich zum ersten Mal so gesehen, wie wir es hier haben. Ja. Und ja. Es geht um Ei am Stiel, liebe Zuschauer. Falls Sie sich wundern, warum wir Ihnen gerade also auch mitunter ein wenig Eimasse, auch in Form von dem einen oder anderen Pfannkuchen von mir aus, weil man wirklich sehr variabel rangehen kann, hier zeigen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein vertikaler Eierkocher. Der ein oder andere kocht Eier ganz normal im Topf mit Wasser. Das braucht natürlich immer unglaublich viel Energie, bis das Wasser dann hochgebrüht ist und dergleichen. Wieder andere haben ihre Eierkocher zu Hause, die ehrlich gesagt für mich persönlich noch nie wirklich auf ein 3-, 4- oder 5-Minuten-Ei gekommen sind. Das ist immer so eine Art Glücksspiel. Hier habe ich natürlich einen ganz anderen Vorteil. Hier habe ich einen geschlossenen Korpus und in diesen geschlossenen Korpus, der nur aus hochwertigsten Materialien besteht, kommt eigentlich ihre vorbereitete Eimasse. Jetzt machen wir das einfach mal ganz klassisch, so wie man das eben mit einem normalen Frühstücksei wahrscheinlich auch machen würde. Wenn man möchte, kann man noch Gewürze hinzugeben oder Speck oder Zwiebel oder was, je nachdem, oder von mir ist auch mal was Süßes. Je nachdem, was man machen möchte. Du hast jetzt Eigelb von Eiweiß getrennt, Kathi, ist das richtig? Genau, ich mache jetzt mal wirklich klassische sozusagen Eiweiß-Sticks. Das ist natürlich momentan gerade auch total populär, dass viele sich wirklich sehr eiweißhaltig ernähren, die Kohlenhydrate weglassen. Da ist das natürlich der perfekte Snack auch für zwischendurch. Das heißt, man kann dann wirklich das Eiweiß wirklich schön da reinfüllen. Ja. Ich mache das einmal. So. Ein paar Gewürze hast du auch dazu, ein bisschen Salz, Pfeffer. Genau, kann man alles dazu machen, damit es auch ein bisschen geschmacklich gut ist. Und dann steckt man einfach diesen Stick damit rein. So, das ist eigentlich auch schon alles, was man damit machen muss. Halten Sie den Stick, damit er von mir aus mittig gerade ist, für ruhig mal für 3-4 Sekunden fest. Ja, aber der fest. Hält dann auch, siehst und du sofort das, sobald das Eiweiß natürlich etwas aufflockt, etwas andickt, dann hält der Stab also genau mittendrin. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt von oben mal schauen können, denn natürlich ist es jetzt so, je wärmer die Eimasse wird, desto höher steigt sie auf, sodass dann quasi so etwas hier das fertige Ergebnis ist. Schauen genau, wir haben hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, natürlich vor der Sendung. Hier haben wir schöne Rühreier auch gemacht mit ein bisschen Schinken drin. Ja. Dann haben wir hier natürlich diese klassischen Eiweißsticks. Wir haben das alles ganz toll gemacht. Ja, und das geht wirklich sehr, sehr schnell und ist dann sehr, sehr lecker. Ne? Also es ist ein klassisches Rührei sozusagen, wie Sie es kennen. Das wird dann am Stick festgebacken. Ist natürlich auch toll für die Kinder. Also wenn man die vielleicht dazu animieren möchte, dass die häufiger ein Ei essen und die das Ei dann wirklich eher das normale Spiegelei vielleicht auf dem Teller hin und her schieben. Hier essen die das dann ganz bestimmt. Ja, mal ein Kompliment an die Frau des Hauses. Entschuldigung, ab 100 Gramm wird es undeutlich. Aber das ist lecker. Hier ist noch ein bisschen Schinken mit dabei. Genau die richtige Portion Salz, Pfeffer. Ein bisschen was Herzhaftes. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen einen vorschmatze. Aber das ist doch jetzt wirklich mal eine außergewöhnliche Idee. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder und auch Jugendliche, die man sonst wahrscheinlich immer zu solchen Sachen eher drängen muss, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, doch sicherlich mit so einer Art Spielerei in Anführungsstrichen wesentlich lieber mal zu so einem leckeren Snack greifen. Ja, genau, denke ich auch. Also das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Sehr gut. Und wie gesagt, natürlich halt auch, wenn man sich sehr eiweißhaltig ernährt, gerade die Fitnessfreaks und Sportler genau unter ihnen, die werden sich natürlich dann auch eiweißhaltig ernähren. Ich kenne es von meinem Bruder persönlich, der ist in seinen Trainingsphasen, isst der auch wirklich immer sehr, sehr viel Eiweiß. Und da ist das natürlich toll, wenn man das ein bisschen variieren kann, wie man das isst. Ne? Ist natürlich komplett antihaftbeschichtet auf der Innenseite, ist aber auch komplett wärmeisoliert an der Außenseite. Glauben Sie mir, also normalerweise würde ich bei den Temperaturen jetzt nicht unbedingt hingreifen, wenn ich mir die Finger verbrennen könnte. Hier können Sie es locker also auch mal von einer Stelle der Arbeitsplatte zur anderen schieben. Ungefähr 6-7 Minuten dauert das und dann ist der Snack eigentlich auch schon fertig. Hör mal, in der Zeit habe ich doch normalerweise zu Hause noch nicht mal die Pfanne aus dem Schrank geholt, geschweige denn alles vorbereitet mit Öl oder mit ein bisschen Butter oder Margarine in die Pfanne. Da bin ich doch hier wesentlich schneller fertig. Genau, das geht hier wirklich dann immer ruckzuck. Und man hat auch dieses Bürstchen dabei, da kann man das dann auch von innen
ein bisschen mit Öl beschichten, damit das gut rauskommt. Die Sticks natürlich, das geht dann rucki-zucki und dann funktioniert das wunderbar. Ja. Jetzt haben wir hier natürlich mal so den klassischen herzhaften Snack für Sie zubereitet. Wir hatten das eingangs schon ganz kurz erwähnt. Natürlich können Sie hier also auch mal Ihrer eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Egal, ob das jetzt ein herzhafter Snack soll oder auch gerne mal ein süßer Snack, zum Beispiel ein leckerer Pfannkuchen. Vielleicht packst du noch ein bisschen Nutella mit dabei oder Nusspli oder was man gerade hat, ohne da jetzt einen Markennamen besonders hervorzuheben. Oder wie hier ein bisschen Marmelade mit dazu. Kann man alles machen und ich könnte mir vorstellen, dass man dann, wenn man das Gerät so 2-3 Mal mit einem klassischen Eissnack ausprobiert hat, dann auch anfängt, wirklich auch mal zu variieren und auszuprobieren. Das macht für mich persönlich auch den Reiz dieses Gerätes aus. Ja, natürlich. Das macht wirklich viel Spaß. Und dann kann man dann wirklich ganz, ich glaube, es ist fertig auch. Guck mal, es kommt so raus. Siehst du das? Es schiebt sich dann von allein raus. Sehen Sie das? Sehen Sie das, wie es dann rausfährt von alleine? Das ist wirklich ganz, ganz toll. Jetzt muss ich hier mal schauen, dass ich das erwische. Ja. Es klemmt ein bisschen fest. So, war vielleicht ein bisschen viel Masse, okay. Ich leg's mal hier mit drauf. So. Perfekt. Das riecht schon so lecker. Das ist super. Toll, oder? Das Sie haben gesehen, wie es selber rausgefahren ist. Das finde ich immer ganz, ganz toll, wenn es dann fertig ist, nach oben so rausfährt. Das ist wirklich schön. Da haben wir es hier. Also es sieht wirklich fantastisch aus. Es riecht fantastisch und dass es gut schmeckt. Mhm. Davon habe ich mich gerade selber schon überzeugen können. Jetzt liegt dieses Ei am Stiel oder dieser Ei am Stiel Maker, so kann man es, glaube ich, ausdrücken, bei einem sehr, sehr günstigen Preis. Wir haben den normalerweise mit knapp 40 Euro bei uns in der Liste. Wir dürfen den heute für 28,41 Euro rausgeben. Und ich denke, das ist wirklich mal eine tolle Möglichkeit, um vielleicht auch mal schnell, wenn auch mal spontan Besuch vorbeikommt und Sie nicht Lust haben, wieder die ganze Küche zu versauen, dann mal eben schnell so ein vertikaler Eierkocher mit diesen unterschiedlichsten Möglichkeiten dann auch gerne mal zum Tragen kommt. Und glauben Sie mir, der ist wesentlich schneller sauber gemacht als jede Pfanne und jeden Topf, den ich zu Hause bei uns in der Küche habe. Ist immer eine Riesensauerei und immer mit Diskussionen verbunden, wer spült, wer trocknet ab. Eine ganz tolle Angelegenheit. Also ich muss zugeben, ich bin da heiß drauf. Ich glaube, ich werde mir das gute Stück mal zulegen hier. Oder? Es macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Und es ist mal wirklich eine ganz andere Art, sein Ei zu essen. Lecker ist es auch noch. Und jetzt sind Sie eigentlich gefragt. Jetzt können Sie gerne zugreifen. Unser Frühstück to go quasi hat bei uns die Artikelnummer NC3712. Und die 569 liegt bei 28,41 Euro. Und von meiner Seite auch ein ganz klares Daumen hoch. Es schmeckt richtig gut. Und toll. Man kann hier also auch richtig kreativ mal zu Werke gehen. Nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen bestimmt eine super Angelegenheit. So, machen wir weiter mit unserem Design-Toaster. Ja. Und Kathi, ich muss ja zugeben, dass ich mich aus der Vorbereitung heraus in diesen Design-Toaster schon richtig verliebt habe. Ich habe viele Toaster besessen in den letzten Jahren. Das ist so ein Artikel, den man ganz gerne auch mal für 5 oder 10 Euro oder was irgendwo an der Supermarktkasse mitnimmt. Mhm. Aber meistens geben die Geräte, das ist so meine persönliche Erfahrung, relativ schnell den Geist auf. Hier haben wir ein richtig schönes, ausgereiftes Gerät. Vom Design her außergewöhnlich, von der Qualität, auch von der Materialverarbeitung super. Und schön finde ich einfach so 2, 3 Fakten an diesem Gerät, die man vielleicht so an anderer Stelle nicht unbedingt hat. Zum einen die etwas größeren Schächte, das heißt gerade hier bei diesen typischen Sandwich-Toasts, diese amerikanischen Varianten. Genau, die amerikanische Größe ist ja ein bisschen größer als der klassische Toast, den Sie vielleicht kennen. So, und die passen ehrlich gesagt bei mir zu Hause in diesen kleinen Zweischacht-Toaster gar nicht wirklich rein. Und es macht ja keinen Sinn, erstmal das Brot ein Stück weit zu verkleinern. Da kann man auch gleich das kleinere kaufen, aber man möchte ja gerade, wenn man die großen Scheiben kauft, auch die großen benutzen. Passen hier locker rein, werden automatisch zentriert, das heißt man hat hier wirklich einen perfekten Bräunungsgrad von allen Seiten. Und den kann ich ja sogar noch stufenlos einstellen, je nach Geschmack. Wir haben hier ganz tolle Funktionen. Und zwar einmal natürlich, was ich ganz, ganz klasse finde, wie du schon gesagt hast, diese stufenlose Regelung. Ja. Hier von 1 bis 6 hier hinten bis 7. Und dann haben wir natürlich hier eine Defrost-Funktion. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Ne? Ja, das finde ich spitzenklasse. Denn Sie kennen das wahrscheinlich am Sonntag. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen so zu Hause aussieht oder in der Nachbarschaft. Bei uns gibt es ehrlich gesagt so immer relativ wenig Möglichkeiten, am Sonntag mal an leckeres, frisches Brot, geschweige denn an frische Brötchen zu kommen. Da müsste ich schon quasi 15 Kilometer in die nächste Stadt fahren. Macht doch kein Mensch morgens. Ja? Also friert man sowas ganz gerne mal ein. Ein paar Scheiben Toastbrot, ein paar Scheiben Brot oder was hast du immer mal eingefroren. In der Kühltruhe. Und deswegen haben wir hier diese Defrost-Taste mit dabei. Das heißt, selbst eingefrorenes Brot, eingefrorenen Toast kann ich hier locker reinpacken, muss also nicht 2, 3 Stunden warten, bis der so aufgewärmt ist, dass er selbst abtaut. Das macht jetzt die Maschine automatisch für mich, sodass ich eigentlich nur noch einen einzigen Knopf drücke, den gewünschten Bräunungsgrad einstelle und mich dann schon zurücklehnen kann und auf einen leckeren, frischen Toast freuen.
Mhm. Oder? Und kennst du das? Oh. Schau mal, wenn die Toasts jetzt fertig sind und man nimmt sich einen und man schmiert den sich. Was ist mit dem, zweiten Toast? Ne? Der wird ja ganz schnell dann auch wieder kalt und ist dann natürlich nicht mehr so frisch. Und da haben wir natürlich auch diese Reheat-Taste. Das ist natürlich auch toll. Da kann man dann wirklich den Toast noch einfach einmal aufwärmen. Und das finde ich ganz fantastisch, denn es ist häufig so, dass man natürlich erstmal von mir aus die Schächte voll macht, dass man erstmal 2 oder 4 oder 6 Toastern auf den Tisch legt. Das Problem ist, die ersten beiden sind immer schön warm und schön knusprig. Wenn der aber auskühlt, dann wird das ein bisschen labberig. Das finde ich nicht so appetitlich. Dann kann man den hier wunderbar nochmal... Dann machen Sie einfach nochmal auf Reheat. Das heißt, Sie erwärmen ihn nochmal. Das heißt, dieses knusprige Gesamtgefüge kommt einfach nochmal raus. Das kann man ruhig ein, zweimal wiederholen, wenn man das möchte. Die Sachen sind ja in der Regel auch frisch eingefroren worden. Und gut ist die ganze Geschichte. Natürlich haben wir hier auch einen praktischen Krümelbehälter, den man also jederzeit auch mal entleeren kann. Den findet man hier an der Seite. Das kennen Sie, damit also hier nichts verbrennen kann mit der Zeit. Und ich muss zugeben, vom Röstergebnis her habe ich selten mal so einen gleichmäßigen Vorgang gesehen. Ja, super. Schau mal, der wird wirklich ganz, ganz goldig, sehr, sehr lecker. Sie glauben nicht, wie das hier duftet. Fantastisch. Toast, ne? Da also ein bisschen Butter, ein bisschen Marmelade oder was drauf und schon ist das Frühstück gerettet. Ich sag ja, unser Frühstück hier wird richtig, richtig gut. Wenn die Sendung vorbei ist, dann hauen wir mal richtig rein. Genau, und das mit der NC3676 und der 569. Ein wunderschönes, luxuriöses Design, wie ich finde. Und das eben für unter 40 Euro. Normalerweise haben wir den mit knapp 80 Euro in der Liste. So, ich finde, zu einem vernünftigen Frühstück gehört auch beispielsweise mal ein leckerer Tee, oder? Ja, ein schöner Tee oder ein schöner Kaffee, das gehört natürlich dazu, wenn man lecker frühstückt. Ja, so. Und natürlich am liebsten frisch aufgebrüht. Das ist genau der Punkt. Nur auch da sind wir wieder bei dem Punkt, dass viele Leute jetzt einfach einen Topf auf den Herd stellen und sich dann wundern, dass auf einmal nach 5, 6 Minuten dann so langsam das Wasser erst anfängt zu kochen. Das dauert sehr lange und kostet natürlich auch sehr viel Strom. Ja, oder wenn man alleine ist, zum Beispiel so wie ich jetzt, wenn ich hier bin, ich bin ja alleine, dann bin ich immer ein bisschen faul, um dann wirklich halt auch mir eine Tasse dann alleine zu machen oder so. Das ist dann immer so, weißt du, jemand da einen Topf aufgesetzt hat oder so. Den aufhängst, ne? Ja, ja. Muss nicht so schön. Muss nicht unbedingt sein. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Wasserkocher, der auch vom Design her absolut überzeugt. Wunderschön auch von dem Materialmix. Glaskanne natürlich, hochwertiger Kunststoff. Aber das eigentliche Highlight bei diesem Wasserkocher ist natürlich die Tatsache, dass man hier die Temperatur vorher ziemlich oder ganz genau und exakt bestimmen kann. Ja, wir haben hier die verschiedenen Einstellungen. Sie sehen es hier, 60 Grad leuchtet jetzt, weil wir uns hier für einen grünen Tee entschieden haben. Ja. Und natürlich, grüner Tee darf nicht so heißes Wasser haben. Das wissen Sie zu Hause auch. Ja. Da reichen 60 Grad vollständig aus. Und schauen Sie mal, wie schnell das kocht. Es geht schon los. Das war doch mal hurtig, oder? Wie viel ist denn hier drin? Da ist doch locker ein Liter drin. 1,5 Liter. Und das wirklich in der Kürze der Zeit hochgebrüht. Respekt. Ja, das geht hier fix. Und wir haben hier die anderen Einstellungen, also 70, 80, 90. Sie können da wirklich selber entscheiden, welche Temperatur Sie brauchen beim Wasser, je nachdem, was Sie da zubereiten wollen. Mhm. Weil, wie gesagt, bei manchen Sachen wie einem grünen Tee braucht man natürlich nicht so heißes Wasser. Ja. Wenn man dann irgendwelche anderen Sachen zubereitet, braucht man es mal manchmal auch richtig, richtig heiß. Wenn man irgendwas abbrühen möchte, 90 Grad braucht man dann schon. Aber kann man dann selber entscheiden. Anderes Thema ist immer Babynahrung, die normalerweise auch eine bestimmte Temperatur braucht. Ja. Wo du natürlich immer mit irgendwelchen Thermometern oder sowas anfängst, dann die Temperatur zu kontrollieren. Mütter und auch Eltern im Allgemeinen sind da also durchaus streng und durchaus etwas penibel. Hier kannst du die Temperatur eigentlich alles durchgehen zwischen 60 und 90 Grad perfekt vorher einstellen. Das heißt, du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass das Wasser genau die richtige Temperatur hat. Und du kannst es sogar noch warm halten, wenn du das möchtest. Genau, wir haben hier diese tolle Warmhaltefunktion. Das ist diese Taste hier, da wird das Wasser warm gehalten. Der Wasserkocher geht natürlich auch automatisch dann aus, wenn die Temperatur erreicht ist und auch automatisch, wenn ich die Kanne hochnehme, dann geht er auch sofort aus. Das ist also wirklich richtig klasse gemacht. Abgesehen davon können Sie den natürlich jederzeit auch runternehmen, kabellos, um beispielsweise mal zum Tisch zu gehen oder was wieder zurückzubringen. Und maximales Füllvolumen sind hier 1,7 Liter. Das ist auch schon mal eine richtige Hausnummer. Übrigens hier richtig schönes Schottglas. Das heißt also absolute Top-Qualität, die wir hier für Sie haben. Und ich finde auch die Basisstation super. Und auch da kannst du natürlich jederzeit hier um 360 Grad drehen. Absolut stylisch. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Wirklich sehr, sehr schön. Die Bestellnummer ist hier die NC3531569. So, wir sind zu zweit oder wollt ihr auch eine Tasse Tee? Felix? Stefan? Wollt ihr auch? Nein?
Felix, du kriegst aber eine Tasse. Komm, bis zu 3 Tassen können wir machen. Es wäre schade drum. Wenn wir schon einen aufsetzen, kriegst du gleich auch einen Tee von uns, oder? So, pass auf, ich bringe jetzt hier mal den Tee jetzt hier mit hinein. Wir wissen natürlich jetzt, dass das Wasser genau die richtige Temperatur hat. Genau, wir wissen jetzt, das Wasser hat genau 60 Grad. Und deshalb können wir unseren tollen Kaffee- und Teezubereiter im Set mit diesen 2 tollen Tassen nutzen. Richtig. Und da brüht man natürlich den Tee wirklich ganz, ganz frisch aus. Das ist wunderbar, wenn man halt wirklich auch, wie ich schon gesagt habe, ich bin halt alleine dann zu Hause. Und da kann man dann wirklich sich mal einen schönen frischen Tee oder auch einen frischen Kaffee selbstständig schnell aufbrühen. Ja, ein wunderschönes Set finde ich übrigens. Hier bin ich mehrfach auch von Bekannten und Freunden drauf angesprochen worden, die Sendung mitunter also auch schon mal gesehen haben hier. Mhm. Und das ist natürlich jetzt eine klassische, habe ich es richtig reingekommen? Ja. So ist es richtig rum. Ja. Eine typische Pressstempelkanne. Ja. Jetzt haben wir nicht so viel Zeit. Normalerweise würde ich ihn wahrscheinlich etwas länger ziehen lassen. Das ist Geschmackssache. Der eine mag den Tee gerne etwas strammer, der andere mag ihn gerne etwas leichter. Aber das ist ja das Tolle bei dieser Kanne. Man kann selber entscheiden, auch beim Kaffee. Sie können selber entscheiden, wie lange soll mein Kaffee, soll mein Tee jetzt ziehen. So, und jetzt habe ich hier losen Tee reingetan. Das Ganze würde also auch ohne weiteres hier beispielsweise mal mit einem Teebeutel oder was funktionieren. Natürlich auch mit Pulverkaffee. Das wäre also auch überhaupt kein Thema. So, und jetzt gucken wir doch einfach mal. Klassische Pressstempelkanne. Mhm. Moderner, rostfreier Edelstahl natürlich innen drin verbaut. Und übrigens auch die beiden Tassen, die wir hier haben, sind natürlich ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Wasser nehmen müssen, Felix. Aber da das richtig schnell geht. Aber das ist doch toll. Mache ich dir gleich noch einen frischen. Einverstanden? Ja? Okay, da wird ordentlich genickt. So, 60 Grad, perfekte Temperatur, müsste eigentlich passen. Löffelchen Zucker, wenn nicht verkehrt, haben wir gerade nicht da, geht's nur doch ohne, oder? Natürlich. Auf Ihr Wohl zu Hause. Cheers. Ja? Auch perfekt natürlich für den Urlaub, wenn Sie unterwegs sind. Und da so eine tolle Kanne, man nimmt natürlich nicht unbedingt eine richtige Kaffeemaschine mit. Da haben Sie dann wirklich Ihre eigene Kaffeemaschine dabei oder halt auch Tee. Wie Sie möchten, Sie können damit alles zubereiten. Und die Tassen sind wirklich toll, die kann man anfassen, weil es nicht heiß wird. He? Das ist super. Also wir haben hier natürlich diesen isolierenden Kunststoff. Das heißt hier, wenn Sie die Tasse so nehmen, sehen Sie, dass Sie hier noch nicht mal mit dem Finger überhaupt in die Nähe des Glases kommen. Das heißt, Sie können sich nicht verbrühen, es sei denn, Sie gehen also nur wirklich etwas näher dran. Und selbst das ist ohne weiteres möglich. Hochwertigste Materialien, beide Tassen sind dabei, die Pressstempelkanne ist mit dabei. Und jetzt sage ich auf Ihr Wohl. Probieren wir mal, oder? Ja. Leckerer Tee heute für uns. Ah, wir werden richtig verwöhnt. Und Sie haben gesehen, wie schnell das geht. Wenn Sie jetzt beispielsweise auch mal spontan Besuch bekommen, wenn jetzt mal eine Nachbarin klingelt, die zu einem kleinen Schnack bei Ihnen kurz mal in die Küche möchte, um kurz den neuesten Klatsch und Tratsch auszudiskutieren, ist sowas natürlich immer wesentlich schneller als jede andere Maschine. No? Was mich dabei fasziniert, ist vor allem der Preis. Schau mal, 9,41 Euro für das gesamte Set. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben hier heute einen Top-Preis für Sie. Das sind die beiden Tassen und die Kanne für 9,41 Euro. Also Sie bekommen das gesamte Set für diesen tollen Preis. Also das ist wirklich mal klasse. Deutlich unter 10 Euro. Normalerweise haben wir das hier bei uns in der Liste als unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis seitens des Herstellers mit knapp 30 Euro. Ja. Sie kriegen es heute für 9,41 Euro. Für Sie zu Hause, für den Camping-Einsatz, für unterwegs, für einen Urlaub beispielsweise toll. Aber natürlich auch mal ein richtig tolles Geschenk, weil es einfach nur fantastisch aussieht. Auch übrigens dekoriert in der Küche auf der Anrichte. Die NC 3159 und die 569. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt schenken wir sogar noch ein bisschen was. Huh? Genau, wir haben wieder einen tollen Gratisartikel für Sie. Das heißt, den können Sie sich wirklich gratis mit nach Hause bestellen. Und das ist einer meiner Lieblingsartikel hier bei Pearl. Ich bin total begeistert davon. Ich habe den wirklich selber zu Hause, weil er ist so, so toll und so praktisch für unterwegs. Es ist ein Müsli-to-go-Becher. Ja, und da haben wir jetzt hier nochmal die einzelnen Komponenten. Und dieser Müsli-to-go-Becher besteht aus 2 verschiedenen Einheiten, getrennt voneinander. Wohlgemerkt, im ersten Moment, bis Sie es dann vermischen. Das heißt, Sie haben im oberen Teil erstmal ungefähr 250 Milliliter Volumen zur Verfügung, um Ihr Müsli, um Cornflakes oder andere leckere Dinge dort hineinzupacken. Wird natürlich auch ordentlich verschlossen. Der kleine Klapplöffel ist mit dabei, sodass man noch nicht mal mehr drin, an Besteck denken muss. Richtig? Den kann man einfach dann rausnehmen. Mhm. Und unten hier ist die Milch festgeschraubt. Das heißt, man muss das wirklich nur vorsichtig aufschrauben. Ja. Und dieser untere Becher, der hat auch hier so eine Kühlflüssigkeit drin. Das heißt, den kann man wirklich schön in den Kühlschrank machen oder ins Gefrierfach. Mhm. Dann hält er die Milch richtig, richtig toll kalt. Und dann kippen Sie das wirklich einfach ineinander und Sie haben Ihr frisches Müsli. Super, oder? Kleiner Tipp noch, Sie können natürlich jetzt auch den Deckel wieder draufpacken, wenn Sie beispielsweise auch mal Salat und Dressing mitnehmen möchten. Dann schütteln Sie es. Ähnlich wie so ein Cocktailmixer, der abends seine Cocktails shake. Genauso funktioniert das damit auch. Und damit bist du doch jetzt wirklich perfekt unterwegs. Bis zu 3 Stunden hält das übrigens kühl. Das heißt, du kannst also jederzeit auch in der Mittagspause mal zugreifen. GRA
012-747 und die 569. 0 Euro, das schenken wir Ihnen zu Ihrer nächsten Bestellung mit dazu. Und jetzt wünschen wir Ihnen ganz viel Freude damit.